Hallo there! Wir haben mal wieder einen neuen Snapshot bekommen. Der erste 1.20 Snapshot. Ich zeige euch heute ganz kurz und schnell, was alles neu ist. Let's go! Als allererstes haben wir einen neuen Block und zwar den Calibrated Skulk Sensor. Der wird gecraftet, wie ihr hier in der Kiste sehen könnt. Also ne, einfach so übereinander ein Crafting Table, dann bekommt man so ein Ding. Der hört quasi nur auf die Redstone-Signalstärke, die hier in die eine Seite reingegeben wird. Wenn jetzt kein Redstone-Signal kommt, hört er auf alle Frequenzen. Bei dem jetzt hier geht eine Signalstärke da rein, weil der Comparator aus der Kiste hier Signalstärke 3 rauszieht. Deswegen hört er nur zu Frequenzen der Signalstärke 3. Das ist sehr, sehr praktisch und dazu kann man jetzt so richtige Skype-Signalleitungen quasi bauen. Wireless Redstone. Das Coole ist, Amethyst hat auch noch ein neues Feature bekommen und zwar das sogenannte Vibration Resonance, also Vibrationsresonanz oder so. Wenn der Skype-Sensor hier eine Frequenz empfängt, jetzt zum Beispiel von diesem Array hier, dann gibt dieser Amethyst-Block diese Frequenz weiter. Also der vibriert quasi in der Frequenz. Hier kommt jetzt Vibrationsstärke 6 an. Dieser Amethyst-Block gibt Stärke 6 weiter. Der hier hört auch auf Stärke 6 und alle anderen auch. Und dadurch kann man halt so eine ja, Signaltransportationsleitung machen. Also ich nenne es Telefonkabel, aber eigentlich ist es ja kein Kabel mehr. Wenn ich jetzt hier rumsteppe oder Blöcke place oder abbaue, passiert einfach nichts. Ich kann sogar darauf rumspringen und es passiert nichts. Nur wenn eben die bestimmte Frequenz ankommt, dann wird das Signal weitergeleitet und eben auch in die richtige Richtung. Wenn ich jetzt hier hinten dasselbe mache, ich kann es einmal kurz demonstrieren. So, wenn ich jetzt dem Array hier ein Item gebe, dann reagieren nur diese beiden, aber das Signal geht nicht zurück, weil ich eben den Abstand so gebellt habe, dass dieser Amethyst-Block genau 7 Blöcke Abstand hat zum nächsten Sensor, aber dieser Amethyst-Block nicht diesen Sensor hier erreichen kann. Zusätzlich haben sie auch die ganzen Frequenzen geändert. Das blende ich euch einmal kurz die Liste ein. Ihr könnt es ja einfach ablesen, was für eine Aktion jetzt welche Frequenz aussendet. Bei der Archäologie gibt es auch noch sehr viel Neues. Zum Beispiel sehen wir hier schon 20 Pottery Shards. Es gab ja davor, glaube ich, 4 oder so. Jetzt haben sie nochmal 16 neue hinzugefügt. Und wir haben auch einen neuen Block und zwar Sus Gravel. Ja, wir haben ja schon den Suspicious Sand gehabt und jetzt haben wir noch Sus Gravel. Außerdem haben wir eine neue Struktur, die sogenannten Trail-Ruinen. Die spawnen einfach random im Boden. Die hier habe ich jetzt mit dem Command generiert und schon ein bisschen drum rumgebuddelt, aber normalerweise ist sie so fast vergraben. Und die sind eben, ich habe hier mal so ein paar Strukturen von diesem neuen Ort mal gespawnt. Die werden natürlich hier an diesen Blöcken, das sind diese Jigsaw-Blöcke, aneinandergereiht. Also das ist wieder ein Puzzleteil, dass dieses Teil da an die Kante kommt zum Beispiel. Und da gibt es eben verschiedenste Variationen. Da kann man eben dann unterirdisch sich das Ganze ausbuddeln. Hauptsächlich ist hier Terrakotta, Sand, Glazed Terrakotta, Dirt Gravel und auch ein bisschen Matt mit drin. Und ab und zu auch sogar Cobblestone. Aber der, also das gibt ja keinen. Die wichtigen Sachen sind der Suspicious Sand und der Suspicious Gravel, den man da bekommen kann. Kann es eben in den Strukturen generieren, egal wo die gerade sind. Habt ihr die Chance auf diese beiden Blöcke? Und dort gibt es neue Loot Tables quasi, was man da alles bekommen kann. Ihr seht hier, ich blende euch einmal kurz den Loot ein, was man da alles bekommen kann. Jedes Item ist gleich wahrscheinlich, deswegen die Sachen, die ihr doppelt seht, die sind halt doppelt so wahrscheinlich. Also zum Beispiel das Emerald ist wahrscheinlicher, ein Emerald zu bekommen, als jetzt ein Blumentopf. Was auch noch gut zu wissen ist, in diesen Ruinen spawnt keine Kiste mit Loot. Also ihr bekommt diese Items wirklich nur aus dem Suspicious Sand und dem Suspicious Gravel. Außerdem wurde der ganze Loot in Desert Temples überarbeitet. Ich blende euch hier auch nochmal alles ein. Es gibt dort die neue Miner Pottery Shard. Die sieht so aus. Das ist diese Pickaxe hier. Wir haben in den Wüstenbrunnen, in den Desert Wells, jetzt auch ein neues Pottery Shard und zwar das Brewer Shard. Das sollte das hier sein. Auch neu in Ozeanruinen, also im Cold Ocean und im Warm Ocean. Fliegt mal kurz zu einer hin. Hier kann jetzt auch der Suspicious Sand, beziehungsweise in den Cold Ocean Ruins, der Suspicious Gravel generieren. Ihr seht ja schon, die habe ich jetzt hier nicht geplaced. Das heißt, wenn ich hier jetzt mit einem Pinsel unter Wasser anfange zu brushen, bekomme ich ein Item raus. Ich blende euch auch hier mal den Loot Table für die Warm Ocean Ruin ein. Was haben wir jetzt hier bekommen? Shelter Pottery Shard. Das sieht aus wie so ein Baum. Und hier bekommen wir. Das sieht aus wie ein Goldnugget. Oh. Guck mal, was hier rauskommt. In den Warm Ocean Ruins hat man auch die Wahrscheinlichkeit für Sniffer Eggs. Dazu kommen wir gleich. Hier der Vollständigkeit halber nochmal eine Cold Ocean Ruin. Auch hier sehen wir den Suspicious Gravel. Natürlich kein Suspicious Sand. Und einmal der Loot Table für Cold Ocean Ruins. Hier bekommt man unter anderem die Plenty
Pottery Shard. Also jetzt wisst ihr Bescheid, wo ihr die verschiedenen Pottery Shards finden könnt. Wenn ihr auf so einem Ding auch seid, dann wisst ihr jetzt, wo ihr dafür suchen gehen müsst. Wir haben neue Armor Trims, habt ihr ja vorhin schon gesehen. Wir haben fünf neue und ein paar wurden überarbeitet. Wir haben die vier in den Trail Rules. Das ist einmal, wie heißt es, Shaper, dann Razor, Wayfinder und Host. Die sehen einmal so aus, natürlich wieder wie immer mit allen Rüstungen und allen Farben. Könnt ihr kombinieren, wie ihr lustig seid. Die erste hier, die Shaper, ist die alte Sentry Armor Trim. Nicht, dass ihr euch wundert und euch die bekannt vorkommt. Und hier einmal noch der Spaß ohne Chestplate. Genau, also was meinte ich mit, das wurde überarbeitet von dem Dune Armor Trim, das alte. Beziehungsweise Dune hat ein neues Armor Trim, sieht jetzt so aus. Das ist das aus den Wüstentempeln. Wird dupliziert mit Sandstone natürlich, wie immer. Und ja, sieht jetzt so aus. Ohne Chestplate auf der Hose hat man auch nochmal so einen komischen Kreis. Die anderen dupliziert man mit Terrakotta. Die findet man alle hier aus dem Sand oder Sus Gravel. Also das alte Dune Armor Trim ist jetzt auf dem Sentry Armor Trim und das alte Sentry Armor Trim ist jetzt hier auf dem Shaper. Das war die mit dem eckigen Kreuz. Wir haben noch eine neue und zwar die coolste von allen meiner Meinung nach, die Silence Armor Trim. Das ist eine, die sieht so aus, sieht schon das Icon allein richtig, richtig cool aus. Findet man in Ancient Cities und jetzt haltet euch fest, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 80. 1,25%. Ja moin. Das heißt, die wird unfassbar selten sein. Die alte Ancient City Armor Trim, die gibt es immer noch, die Ward Armor Trim, die findet man mit einer Chance von 1 zu 20. Das ist eine 5% Chance, die ist unverändert. Sieht halt einfach so, so heftig aus. Allein das Ding auf dem Helm sieht schon übel geil aus, finde ich. Und hier auf dem Rücken von der Chestplate auf der Hose. Wow, ich habe hier noch ein bisschen rumexperimentiert. Das ist eine schwarze Lederrüstung mit einmal Redstone und dem Silence Trim und hier einmal mit Amethyst. Und hier habe ich es umgedreht. Hier habe ich eine lila Lederrüstung und drumherum ein Netherite Trim gemacht. Auch ohne Chestplate, wenn man jetzt mit Elytra rumrennt, sieht das immer noch so heftig aus. Wird dupliziert mit einem Cobble Deep Slate und natürlich den gewohnten 7 Diamanten. Aber meine Freunde, wir sind noch nicht durch. Man kann Schilder editieren. Man kann einfach Rechtsklick auf Schilder machen, auch wenn sie schon leuchten und keine Ahnung was. Einfach den Text bearbeiten. Also endlich. Und da hört der Spaß noch nicht auf. Man kann die Rückseite von Schildern editieren. Man kann jetzt einfach auf die Rückseite von einem Schild gehen und dort Sachen schreiben. Also ich pack's noch nicht ganz. Man kann jetzt auch mit Hanging Signs das gleiche machen. Also man kann hier vor der Rückseite schreiben und editieren natürlich. Wenn man jetzt will, dass man das Schild nicht mehr editieren kann, muss man ein Honeycomb nehmen und da einmal ja, rechtsklicken. Wie beim Kupfer, dann kann man da nicht mehr mit interagieren. Der Sniffer hat auch noch eine Überarbeitung bekommen. Jedenfalls gibt es jetzt Sniffer Eggs. Die findet man ja in den Warm Ocean Ruins, wie wir vorhin gesehen haben. Und die Eier kann man einfach placen und dann werden die über Zeit cracken und dann schüpft da ein kleines Sniffling raus. Das Ganze placet man am besten auf Moos, dann dauert es nur 10 Minuten circa, bis so ein Ei aufgeht. Oder man placet es auf einem normalen Boden und dann braucht es 20 Minuten, also circa doppelt so lang. Das Breeding von zwei Sniffern produziert jetzt kein Sniffling mehr, sondern droppt ein Sniffer Egg. Das heißt, die sollten jetzt hier irgendwo ein Ei rumliegen haben. Ich habe jetzt schon eins. Ja, genau, da habe ich jetzt ein zweites. Kann man eben placen und ich zeige euch einmal kurz die Stages. So, da haben wir es also einmal frisch platziert, dann fast gebrütet und ganz knapp vom Ausschlüpfen und dann schlüpft eben da ein kleines Sniffling raus. Dann habt ihr gerade vielleicht schon gesehen, der eine Sniffer hat einen neuen Samen ausgebuddelt und zwar einen Pitcher Pot. Das ist eine neue Blume, die wir jetzt haben und sieht so aus. Muss man auf Farmland platzieren, dann sieht es erstmal so aus, dann hat es 5 Stufen, also 1, 2, 3, 4, 5. Dann ist sie ausgewachsen und wenn man sie dann erntet, bekommt man die coolen Pitcher-Blumen. Pitcher heißt Krug, also Krugblume auf Deutsch. Und der Unterschied bei der ist zu der Torchflower, wenn man die harvestet, also ne, aberntet mit einer Fortune Hoe, dann hat die Chance, dass dort ein ja, Samen rausdroppt, wie ihr hier sehen könnt. So, jetzt machen wir einmal kurz einen Test noch, wo man die Sniffer mit dem Pitcher Seed breeden kann. Nee, okay, man kann die immer noch nur mit den Torchflowern füttern. Pitcher interessiert sie nicht. Und ansonsten, ja, war es das auch schon. Die haben einen Haufen Bugs gefixt, hauptsächlich mit den neuen Sachen. Auch hier Cherry, wie heißen die Partikel? Was halt darunter fällt, ist jetzt ein bisschen, ihr seht es ja, also es hat so eine leichte Kurve beim Fallen und sind auch, glaube ich, jetzt so 2 Quadrate statt immer nur einem. Ich hoffe, euch hat das kleine informative Video gefallen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao, Leute.